Und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge Life is Strange Before the Storm. Letzte Folge waren wir mit Chloe bei Rachel im Krankenhaus und haben den Auftrag bekommen, in das Büro von Rachels Vater einzubrechen. Okay, da sind wir auch schon wieder. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt hier keine Zeitvorgabe. So, eine Verbrecherkarte, die sehen wir uns doch gleich mal an. Arcadia Bay's least wanted. Okay, wen haben wir da? Arcadia Bay's least wanted. Okay. Ich glaube, ich erkenne Damon, der hier unten. Dann erkenne ich Frank. Hier drüben ist, glaube ich, nochmal Damon. Okay, was ist das? Polizeibehörde Arcadia Bay. Anzeigenerstattung. Klage Nummer 3888. Art der Klage. Tätigkeit. Zuständige Beamter Sergeant Alex Keller. Abzeichen Nummer 521. Name... Wie soll es anders sein? Damon Merrick. Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 183, Gewicht 82. Augenfarbe braun. Ethnische Zugehörigkeit, kaukasisch. Hispanisch, afroamerikanisch, amerikanischer Ureinwohner, asiatisch. Nein, er ist kaukasisch. Oben genannte Person wird beschuldigt wie folgt. Art des Vergehens. Schwere Körperverletzung mit tödlicher Waffe. Zeit 22.15, Datum des Vergehens 12.04.2010. Ort des Vorfalls Tumulus Sägewerk, Bezirk 205. Anschuldigungen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Opfer schwang Merrick einen Schnürhaken und schlug dem Opfer damit mehrmals auf den Kopf, bevor er vom Tatort floh. Merricks Handschuhe wurden gesichert und als Beweis eingereicht. Ein Notruf wurde um 22.21 Uhr angenommen. Und ein Beamter erreichte den Tatort mit Sanitätern um 22.38 Uhr. Das Opfer wurde ins Krankenhaus transportiert. Ein Beobachter, der um Anonymität bat, gab an, dass der Angreifer Damon Merrick war. Yep, das klingt ganz nach Damon Merrick. Jetzt haben wir hier eine Schublade. Na, die machen wir doch gleich mal auf. Aufmachen, Chloe. What do we have here? Beweise, würde ich sagen. I should check the computer or some of those files laying around. Das reicht dir nicht. Es sind überall Beweise und Zeug. Ein Messer sehe ich, Handschuhe sehe ich. Bestimmt der Handschuh, der hier beim Verbrechensbericht genannt wird. Patronen, also. Da findest du nichts, Chloe. Oh, eine Schneekugel. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Also, dann bitte einmal schütteln. Yo. It's the big one. Oh. Wunderschön. Okay, hier haben wir eine Akte. James has a file on Frank. I'd love to read this. Nein! But I've got to focus on finding Rachel's mom. Ich will sie aber lesen. Ach. Oh, ein Vaterpreis, bestimmt von Rachel. Best Dad. That stuff is all politics anyway. Aha. Hm. Ich glaube, da ist der Schlüssel für den für das Schubfach da unten dran. Und wenn man den Schlüssel so gut versteckt, dann muss da wohl was Wichtiges drin sein. The secret key. Now to find the secret lock. Ich glaube, das haben wir schon gefunden. Oh, Mikey hat uns geschrieben. Seid ihr jetzt langsam mal fertig hier? Okay.
Hey Chloe, danke für deinen Besuch. Drew sagt, viel Glück da draußen. Danke. Ihm auch viel Glück. Chloe? Ja? Du bist stärker als alles. Hoffentlich. Ja, das hoffe ich auch. So, Mama hat geschrieben, Elliot, nichts Neues. Okay. Abgeschlossene Schublade, die haben wir ja schon in dem kleinen Einspieler hier gesehen von dem Raum. Was haben wir hier? Noch eine Akte? Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon, war das nicht der Türsteher bei der Sägemühle? Bin mir nicht ganz sicher, ob der Sheldon hieß, aber es würde vielleicht passen. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Verdienstauszeichnung. Verliehen an James Amber. In Würdigung ihrer Integrität, Ehrlichkeit und Hingabe für die faire und ethische Ausübung der Justiz. Ja, bestimmt. So würde ich James Amber beschreiben. James sure keeps lots of files on people. Zu uns auch? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber ich glaube nicht, dass es sich so eine Zeit gegeben hat, Chloe so zu durchlichten, also zu durchsuchen, so. Computer, den benutzen wir doch gleich mal. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Okay. Von sgerhard@gerhard.net. Sarah, könnte das sein? Betreff, es reicht. James, das reicht. Als du mir im Park sagtest, dass du nicht zulassen würdest, dass ich ein Teil von Rachels Leben werde, war ich selbstverständlich wütend. Aber ich verstehe dein Bedürfnis, sie zu beschützen. Das ist dein Vorrecht als Elternteil. Aber diesen Kerl zu schicken, um mich zur Vernunft zu bringen? Du bist dabei, von einem hohen Ross zu fallen. Wie kann ein Staatsanwalt sich so verhalten? Was würden die Bähler sagen? Ich habe ein Recht, meine Tochter zu treffen, und der Anwalt, mit dem ich sprach, stimmt mir zu. Doch viel wichtiger ist, dass Rachel ein Recht dazu hat, zu wissen, wer ihre Mutter ist. Ein Recht, die Wahrheit zu kennen. Du weißt, was das Richtige hier ist. Also tu es. Sarah. Der gute James hat also Leute angesetzt, die gute Sarah zur Vernunft zu bringen. Ja. Das ist, glaube ich, nicht die feine englische Art. So, wir gehen erstmal in die linke Schublade. Wir schauen uns erstmal die Flasche an. More sherry. Ich glaube nicht, dass man die so hinlegen sollte, aber wir können da was draufkritzeln, also machen wir es. Was hast du gemalt, Chloe? Oh. Secret Bose Stash. Errungenschaft freigeschaltet, malerisch betrunken. Okay. So, und jetzt die Schublade öffnen. Da hat vorhin, glaube ich, ein Handy drin geklingelt. Vielleicht ist das der Schlüssel zu Sarah. Welcome to Shadyville. Oh. Jetzt wird's interessant. Ich hoffe, da ist kein Meißner Porzellan drin, denn dann wäre es jetzt, glaube ich, schon kaputt. Nicht sehr viel ist auf jeden Fall drin. So, wir haben hier ein Handy. Sieht aus wie so ein Motorola, was, glaube ich, jeder hatte. Hello, Motto. You have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. Vielleicht die Person, die Sarah umstimmen sollte? Ja, ich glaube, das ist die Person, die Sarah umstellen wollte. Umstimmen. Okay. Es heißt, du kannst mir mit meinem Problem helfen. Grenzen werden überschritten. Wie? Reden wir. Ich rufe heute Abend an. Ich habe die Person gefunden, nach der du suchst. Ich rufe dich in 15 Minuten an. Nun? Ich bin keine Wohlfahrt. Du musst tun, worüber wir geredet haben. Ich kann nicht. Sicher kannst du das. Ich habe mit deinem Mädel geredet und sie hat eine große Klappe. Wie sich herausstellt, ist sie nicht leicht zu überzeugen. Wir müssen etwas deutlicher werden. Tu ihr nicht weh. Entspann dich. Mein bester Mann kümmert sich drum. Wie geht's deiner Tochter? Du weißt, sie hat mich zuerst angegriffen, oder? Bring ihr bessere Manieren bei. Nichts? Ich schätze, du willst das nicht mehr erledigt haben. Ich weiß, wer das ist. Das ist Damon Merrick.
James Amber hat sich mit Damon Merrick eingelassen, der muss wirklich James verzweifelt sein. Working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Ich denke schon. Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also... Ah, nicht so schnell. Okay. Wo ist Sarah? Jetzt benutzen wir also Namen. Entspann dich. Es ist ganz einfach. Entweder du tust, was ich will, oder dein kleines Problem wird zu einem großen Problem. Hast du dich jetzt um den Beweis gekümmert oder nicht? Shit. Welchen Beweis? What do I say? Hab ich. Keine Ahnung. Oh fuck. Ich weiß, das ist alles neu, aber so funktioniert's. Du zeigst mir den Beweis, ich gebe dir, was du willst. James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Okay, war das die Damon Merrick-Akte? Unless I send him a picture. Nein, das ist Frank. Vielleicht hier was dabei? Shit. Which of these is Damon talking about? Der Handschuh. Das ist, glaube ich, der Handschuh. Okay. Ich warte. Was? Das ist ein Beweis, oder? Ja. Und jetzt zerstörst du das Zeug verdammt nochmal. Warum bist du so schlecht darin? Ich mache mich sofort an die Arbeit. If I can figure out how. Verbrennen? How do I destroy a glove? Maybe I can burn. Oh, Entschuldigung, Chloe, ich wollte dich jetzt nicht abwürgen. Okay, wie wir gelernt haben in den meisten Filmen, werden Beweise oder Akten, die einen belasten, im Mülleimer verbrannt. Meistens verbrennt nicht alles und ein kleiner Teil bleibt trotzdem noch übrig, aber soweit denken wir jetzt einfach mal nicht und verbrennen den Handschuh. Ich hoffe, die haben hier keinen Feuermelder. Ich hoffe, das ist kein Holzmülleimer. Mach ein Fenster auf, Chloe. Ah, ist schon auf. Ach. Better not touch that again. Ja, ich glaube, das soll dieses alte Motorola sein, was sie da hatte. Du hast dich gekümmert. Gut. Also, da du schon Beweise zerstörst, kannst du mir auch sagen, welcher von meinen Leuten der Spitzel ist. Schluss jetzt. Wo sitzt sie? Keine Spielchen mehr. Sorry, Chef, aber du wirst tun, was ich dir sage. Sag mir, wer es ist, oder willst du dich lieber selbst um dein Problem kümmern? Ah, fuck. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Okay, wir werden gleich mal schauen, ups, was unsere Mama geschrieben hat. Mami-Lein! So. Oh, viele Nachrichten. Sehr viele Nachrichten. Ich bereite das Abendessen vor. Wann glaubst du, dass du zurück bist? Warte nicht auf mich. Liebling, wir verbringen schon so nicht genug Zeit zusammen als Familie. Möchte Rachel mit uns essen? Sie ist mehr als willkommen. Mama, ich schaff's heute Abend einfach nicht. Tut mir leid. Chloe, ist alles okay? Ja, alles ist okay. Okay, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Joyce, so. Wen haben wir hier? If I'm going to accuse one of these guys,
I'd better be sure I'm right. Okay. Oh Gott. So, den Verbrechensbericht haben wir schon gesehen. Kopfaufnahme des Verkäufers. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Ach, stimmt. Okay. This guy let me into the mill. Cool dude. Stimmt, das war der, mit dem wir uns unser erstes Diskussionsgefecht geliefert haben. Kopfaufnahme von Sheldon. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Okay. Ich glaube, dass Frank der Typ ist. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Ah, der hat uns doch hier verprügelt. War das der? So. Ich untersuche mal die Mappe. Okay. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Okay. Polizeibehörde Arcadia Bay, Verdächtigprofil. Name des Verdächtigen Francis Bowers. Bekannte Alternativnamen Frank, Frankie, Frankie B. Geburtsdatum 31.08.1981, Arcadia Bay, Oregon. Größe 1,95, Gewicht 86 Kilo. Narben-Tattoos? Unbekannt. Ethnische Zugehörigkeit? Kaukasisch. Details? Inhaftiert von der Polizeibehörde Arcadia Bay 23.05.2006 bis zum 25.05.2006. Verdacht auf Drogenhandel und Herumlungern. Anklagepunkte wegen Drogenhandel fallen gelassen aufgrund mangelnder Beweise. Das, ja. Okay, wen haben wir hier noch? This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Okay. Abteilung für Bewährungshilfe. Oliver Rutherford. Bedingt entlassener Sheldon Pike. Wurden Sie innerhalb des letzten Monats verhaftet? Nein. Falls ja, dürfen Sie bitte Datum und Kommentar des Beamten. Sehr kooperativ, keinen Termin verpasst. Ja, Sheldon Pike, du bist hier der Spitze. Sheldon Pike. Kopfaufnahme von Thunder. Kopfaufnahme von Sheldon Pike. So, sorry, Sheldon. Der Informant ist Sheldon Pike. Scheiße, echt? Ich kenne den Kerl kaum. Und jetzt wird er sich wünschen, wir wären ihm nie begegnet. Gut gemacht. Dann bleibt nur noch die Übergabe. Zeig mir, dass du mein Geld hast und ich sag dir, wo wir uns treffen. Payment? Fuck. Ich hab's. Gut, schick mal ein Foto und wir sind startklar. Okay, das Geld wird hier drin sein. But where would it be? Na, hier bestimmt. Sarah sent all these letters. And James never gave them to Rachel? No. That's so messed up. An meine Rachel. Mein Name ist Sarah und ich bin deine leibliche Mutter. Das Erste, was du über mich wissen solltest, ist, dass dich aufzugeben der schlimmste Fehler war, den ich je beging. Ich kämpfte zu der Zeit mit etwas und tue es immer noch. Dieser Kampf hat mir alles genommen, auch was am allerwichtigsten ist. Dich. Doch jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, an dem ich ein Teil meines Lebens sein kann. Das ist mehr, als mir zusteht, das weiß ich. Doch, wenn du möchtest, würde ich es gern versuchen. Bitte lass dir Zeit und wenn du Fragen hast, solltest du mir oder etwas mitteilen möchtest, würde es mir die Welt bedeuten, von dir zu hören. So, Freund, ich muss doch meine Brille aufsetzen. Ich liebe dich sehr und hoffe, dich bald zu treffen. In Liebe, Sarah. Liebste Rachel, ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich dir erneut schreibe. Ich habe noch nichts von dir gehört. Und das ist kein Problem, wirklich. Es ist nur, ich habe das Gefühl, dass ich so viel aufzuholen habe, verstehst du? Ich erinnere mich nicht viel von dir in meinem Leben. Das ist ein Symptom meiner Entscheidung. So vieles ging verloren. Außer dir. Ich erinnere mich an alles, was dich betrifft. Das Graus in deiner Nase, die Tiefe in deinen Augen, das wissende Lächeln, das mich denken ließ, du hättest alles schon mal gesehen.
Ich kann es mir jederzeit vor Augen rufen. So klar wie der helle Tag. Ich hatte solche Angst, dass ich dir eine schreckliche Mutter sein würde. Dass ich dich verkorksen würde, wie ich mein eigenes Leben verkorkst habe. Jetzt weiß ich natürlich, dass meine Angst fehlgeleitet war. Viel schlimmer, als eine schlechte Mutter zu sein, ist es, nie zu wissen, was für eine Mutter ich gewesen wäre. Es tut mir leid. Falls du den Mut in dir hast, mir zu vergeben, können wir vielleicht von vorne anfangen. Ich will es. Mit all meiner Macht. In Liebe, Sarah. So, noch ein Brief. Wunderschöne Rachel. Ich habe mal gelesen, vielleicht war es in einem Glückskeks, dass man nie zweimal in denselben Fluss treten kann, weil er sich bewegt. Es ist nicht mehr derselbe Fluss. Es ist etwas Neues. Glaubst du, das ist wahr? Ich versuche mir vorzustellen, wie du diese Briefe liest. Ich frage mich, wie du reagierst. Wie ich dir vorkomme, diese geheimnisvolle Mutter. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mir nicht antwortest. Du wirst mir schreiben, wenn du bereit bist. Ich nehme an, dein Vater ist immer noch skeptisch. Das ist okay. James will dich beschützen. Ich würde dasselbe tun. Aber er ist auch ein liebenswerter und mitfühlender Mensch. Das war wirklich das Problem. Ich war nicht für ihn oder das Leben, das er dir bieten wollte, geschaffen. Ich musste es schon damals. Auch als es ihm noch nicht klar war. Ich weiß, wir können nie die Beziehung haben, die wir hätten haben sollen. Aber ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas Neues haben können. Ich hoffe es so sehr. In Liebe, Sarah. So, noch ein Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. James, ich verstehe deinen Widerwillen, mich mit Rachel reden zu lassen. Aber glaubst du nicht, die Entscheidung sollte bei ihr liegen? Alles, was ich das letzte Jahr über getan habe, diente dazu, dir zu beweisen, dass ich bereit bin, ein Teil von Rachels Leben zu sein. Ich habe den Entzug geschafft und erhole mich. Ich brauche kein Geld oder Beistand mehr. Ich weiß, ich kann ein positiver Einfluss für sie sein. Ich komme nach Acadia Bay, in der Hoffnung, dass wir uns wenigstens treffen können, um darüber zu reden. Und damit du siehst, wie sehr ich mich verändert habe. Falls du noch irgendetwas für mich fühlst, wirst du mir die Gelegenheit geben, mich dir und hoffentlich auch Rachel zu beweisen. Du warst einst die Liebe meines Lebens. Bitte nimm mir das nicht weg. Sarah. Oha. Familienrecht. Unterlassungsaufforderung. Sehr geehrter Mr. Amber, ich repräsentiere Sarah Gearhart, gesetzmäßige Mutter von Rachel Amber und Antragstellerin auf geteiltes Sorgerecht für Rachel Amber, ihrer gesetzmäßigen Tochter. Bitte beachten Sie, dass die Gesetze von Oregon das erforderlich machen, dass rechtliche Vormünder Minderjährige auf alle und jegliche gesetzmäßigen Anträge der Eltern auf Wiederaufnahme des Kontaktes mit ihrem Kind in Treu und Glauben reagieren müssen. Im Namen meiner Klientin fordere ich Sie hiermit auf, die ungesetzmäßige Verhinderung des Kontaktes zwischen Sarah Gearhart und Rachel Amber zu unterlassen. Hiermit wurde Ihnen mitgeteilt, dass die fortwährende Verweigerung in einer Klageeinreichung gemäß dem Familiengesetz von Oregon, Satzung 42.4b, Tillamook Country Sozialdienst, resultieren wird. Dieser Brief stellt Ihre letzte Warnung in dieser Angelegenheit dar. Mit freundlichen Grüßen, Kevin G. Shapiro, LLC. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. So. $3,000 wurde nicht eingelöst. Okay. Interessant, aber wir haben trotzdem kein Geld. Sägemehl? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Untersuchung. Was haben wir da? Oho, eine Geheimtür. Geheimer Vorrat. Was hat James Amber zu verbergen? Geld. Holy shit. Ich würde sagen,
Das Bild schicken wir Damon in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Life is Strange Before the Storm. Danke, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. It's gone. My best friend has left me. Hey Mom, you wanted to talk? And home life is a joke. David's a good man. Dad was a good man. Your mother, she's hurting, Chloe. You're not my father. Sometimes all I want to do is shut my eyes.